Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf jetzt zum letzten Vortrag überleiten zu einem ganz wichtigen Thema, den Sie natürlich als Archivarinnen und Archivare auch immer, mit dem Sie konfrontiert sind, zum Kulturgüterschutz, der sich ja nicht nur auf Papier beschränkt. Und ich freue mich sehr, dass Herr Oberst Dr. Speckner zu uns gekommen ist. Er ist eine gar nicht so häufig vorkommende Kombination aus Zeithistoriker und im Bundesheer verankert, also auch als Leiter, der Ausbildungsleiter für Kulturgüterschutz. Ich muss ehrlich sagen, er hat mir seinen Lebenslauf geschickt, ich habe ihn ausgedruckt und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, und bitte den Referenten das nachzutragen. Sie kennen mich, irgendwann trifft das Chaos dann bei mir zu. Das ist aber keine Minderwertschätzung Ihrer Person. Ich bitte um Entschuldigung. Darf Sie jetzt um Ihre Ausführungen bitten. Herzlichen Dank. Es braucht ein kurzes technisches Halt. Das werde ich mit ein paar Ausführungen zu meiner Vergangenheit erwähnen. Weil eins ist erwähnenswert in Anbetracht dessen, dass eine Wachauerin, habe ich gehört, nach Vorarlberg als Archivarin geht. Bei mir war es umgekehrt. Ich bin als Wachauer durchs Bundesheer nach Vorarlberg gekommen, habe eine Vorarlbergerin geheiratet, ohne den geht ja nichts, sonst wird man ja nicht anerkannt, habe allerdings die vorarlbergische Sprache perfekter als meine Frau gelernt, weil meine Frau kommt aus dem Oberland, aus Sataas, für Insider, Sataeins, eine Gegend, wo drei Dörfer im Umkreis von 3 Kilometer drei verschiedene Dialekte haben, und lernte durch das Bundesheer alle Dialekte kennen, weil wir haben im Bundesheer ja alle. Vom Wälder über den Mutterfuhner bis zum Luschnauer ist alles da und alle verstehe ich. Und das ist eine Rarität. Ja, Kulturgüterschutz und Archive. Was hat das miteinander zu tun? Mehr als die meisten denken. Ich fürchte sogar mehr als viele Archivare hier im Saal. Ich bin eine Ausnahme, weil ich verbringe den allergrößten Teil meiner Dienstzeit im österreichischen Staatsarchiv. Das hängt mit meiner Forschungsarbeit zusammen, ist aber wie gesagt ein absoluter Zufall. Kulturgüterschutz ist ein Begriff, der aus dem Völkerrecht stammt und sehr oft falsch verstanden wird. Der Ausgangspunkt für den militärischen Kulturgüterschutz war, man sieht es auf dem Bild, es ist glaube ich bekannt, um was es geht, es ist die Abtei Monte Cassino nach den zahlreichen Luftangriffen der amerikanischen Luftwaffe. So hat es ausgesehen. Es gab einen besonderen Glücksfall, wie wir wissen. Es gab einen Österreicher und ziemlich sicher auch einen Deutschen, die sich mit der Rettung der Kulturgüter befasst haben. Der eine war ein Wiener, Julius Schlegel, der zweite ein deutscher Stabsarzt. Und sicher ist eines, es wurde auch das Klosterarchiv gerettet, zwar in die Engelsburg, in den Vatikan, da ist man nicht ganz so sicher, ob das dann wirklich Geheimarchiv und so weiter nicht auf alle Zeiten gerettet ist und vor allen Benützern gerettet ist. Aber wie auch immer, durch das Archiv, das Klosterarchiv von Monte Cassino, konnte man das Kloster praktisch rekonstruieren wie im Mittelalter, als es durch ein Erdbeben zerstört wurde. Man sagt, dass die Zerstörung Monte Cassinos und die Erfahrungen daraus dazu geführt haben, im Jahr 1954 eine relevante völkerrechtliche Verpflichtung, nämlich die sogenannte Haager Konvention nach Den Haag, zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten mit zwei Folgeprotokollen 1954 und 1999, das sehr bedeutsam ist, abzuschließen. Das Symbol ist allen bekannt, das blaue, blau-weiße Schild. Es gibt darum eine NGO, eine Non-Governmental Organization namens Blue Shield. Weltweit, die sind da sehr aktiv, der Vorsitzende, Weltpräsident dieser gewisser Karl von Habsburg-Lothringen, der so nebenbei auch mit dem Dienstgrad Hauptmann bei mir in der Landesverteidigungsakademie militärischer Experte für Kulturgüterschutz ist, der ist wirklich sehr aktiv weltweit. Bitte aber nicht zu verwechseln, dieses Symbol ist einerseits das Logo einer NGO, eines Vereins, aber es ist ein völkerrechtliches Symbol. Und das ist ja, glaube ich, weit bekannt. In Österreich hängt es auf vielen Plätzen, Orten, Objekten. Wie viel genau, weiß kein Mensch.
Wir sind in Österreich. Es gab zwar Listen, die stimmen schon lange nicht mehr. Inzwischen wurde auch die ganze gesetzliche Basis massiv verändert. Es wurde die Zahl der Kulturgüter österreichweit massiv herabgesetzt. Das ist ein sehr wunder Punkt, da könnte ich 2 Stunden drüber reden. Das lassen wir lieber. Also wie gesagt, ein sehr trauriger Punkt. Aber ich schaue natürlich, wenn ich irgendwo weltweit unterwegs bin, ob man irgendwo Symbolik erkennt. Weil das Militär lebt stark von Zeichen und Symbolen. Und es ist immer schön, in einem militärischen Anlassfall sehr rasch zu erkennen, dass es irgendwo etwas Bedenkliches, Beachtenswertes gibt. Und dazu dient ja eben dieses blaue Schild. Hier mein Beispiel aus Vilnius. In Vilnius sieht man das blaue Schild an allen möglichen Objekten. Daneben ein zweites kleines Logo, das kennt schon kein Mensch mehr. Auch das aus dem baltischen Raum, da hängen sehr viele dieser Zeichen, dieser Logos. Das ist in Tallinn, am wunderschönen Rathausplatz. Und da oben sieht man schon, da haben wir das blaue Schild. Warum? Ein guter Bekannter, den ich im Zuge eines internationalen Symposiums kennengelernt habe, einer der Verantwortlichen für den Kulturgüterschutz in Estland, hat mich aufgeklärt. In diesem Haus saß einmal das Denkmalamt Estlands. Und die haben darum als Symbol das blaue Schild hinaufgemalt. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie eigentlich Kulturgüterschutz bei uns verstanden wird. Denn, wie schon erwähnt, der Kulturgüterschutz ist eigentlich eine rein militärische Angelegenheit, Teil des humanitären Völkerrechts und beinhaltet den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Wir wissen alle, jetzt aktueller denn je, Beispiel Bagdad seinerzeit, da wurden auch die Amerikaner nervös, als das Bagdad-Museum geplündert wurde, war für die Amerikaner eine Art Initialzündung zum militärischen Kulturgüterschutz. Tatsache ist, dass das blaue Schild durch die Bank als Symbol wofür gehalten wird? Für das Denkmalzeichen. Dieses Zeichen ist bei uns in Österreich kaum jemand bekannt. Das ist das amtliche Kennzeichen für ein Denkmal. Fast überall auf der Welt wird das blaue Schild als Symbol für Kulturgut als Denkmalabzeichen gleichzeitig verwendet. Es ist eine sehr gute Idee grundsätzlich. Bei uns in Österreich ist zwischen Denkmal rechtlich, Denkmalschutzgesetz, und Kulturgut, Haager Konvention, allerdings ein gewisser Unterschied. Das dritte Wappen ist wieder weitgehend bekannt, bei uns in der Wachau sowieso, da ist in jede Gemeinde verwendet, Weltkulturerbe. Aber das blaue Schild an sich bedeutet eigentlich rein den Schutz dieses Objektes im Fall eines bewaffneten Konfliktes, wer sich auch immer daran hält. Es ist aber, sage ich gleich, nicht mehr ganz so einfach, denn seit dem zweiten Protokoll aus 1999 der Haager Konvention, die nicht zuletzt auf den Erfahrungen des Jugoslawien-Konflikts beruhte, gibt es auch Strafsanktionen. Und für mich selber im Militär ist es eine gute Sache, denn ein serbischer General wurde in Den Haag zu 14 Jahren, ich sage immer all inclusive, Internationaler Gerichtshof in Den Haag verurteilt, und das ist für uns eine tolle Sache. Denn es heißt, dass Kulturgüterschutz nicht völlig zahnlos ist. Nur haben die Jugoslawen, Serben in dem Fall, einen großen Fehler gemacht, sie haben den Krieg praktisch verloren. Das ist keine gute Idee. Denn wenn man einen Krieg gewinnt, das sehen wir auch im Zweiten Weltkrieg, dann gelten so manche völkerrechtlichen Konventionen etwas eingeschränkter. Ich habe das jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist die Realität. In Österreich haben wir sehr früh bereits für Völkerrechtsverfahren, sehr früh, noch 10 Jahren, seit 1964 die Haager Konvention implementiert. Sie sehen hier das Bundesgesetzblatt, das eben den Kulturgüterschutz in Österreich verankert. Beim Militär haben wir das getan, was in dieser Haager Konvention drinnen steht, nämlich wir haben Richtlinien implementiert, um in unserem Personal und vor allem dem eigenen Fachpersonal klar zu machen, was ist zu tun im Anlassfall. Und wir haben sogar einen weiteren Schritt getan in Österreich.
Wir haben seit dem Jahr 1976, das ist auch schon wieder schnell, 12 Jahre nach der Haager Konvention, sogar Fachpersonal, wie es in dieser Haager Konvention gefordert wird, implementiert. Und so haben wir in Österreich, Sie sehen hier das Verwendungsabzeichen dieses Personals, Verbindungsoffiziere für den militärischen Kulturgüterschutz. Und weil wir beim Militär alles abkürzen, habe ich gleich die Abkürzung darunter geschrieben. Dieses Abzeichen ist recht interessant, wenn wir Heraldiker unter uns haben. Das folgt der klassischen alten österreichischen Heraldik, der Verwendungsabzeichen-Historie der österreichischen bewaffneten Mächte. Das geht zurück auf die K&K-Armee. Man sieht hier klar, blaues Schild und Hoheitsabzeichen des Bundesheeres. Sei mir ein kurzer Sidestep, wie man auf Deutsch sagt, erlaubt. Manche wissen vielleicht, wo dieses Zeichen wirklich herkommt. Das ist Rot-Weiße. Wer in Budapest bereits war und ein Bier bestellt hat, weiß es. Es ist das Symbol der Dreherbrauerei in Ungarn. Warum das zum Hoheitsabzeichen des Bundesheeres wurde, wir wissen es nicht. Ist in Österreich in den 30er Jahren für die Luftfahrzeuge eingeführt worden, gilt immer noch. Behalten wir das bitte für uns. Weil einen Rechtsstreit würde man verlieren, weil das Symbol gibt schon viel länger. Die größte ungarische Brauerei. Nicht mit Brauereien anlegen. Die gekreuzten Schwerter sind ja die Kriegsdekoration. Das heißt, man hat sich diese Auszeichnung, dieses Abzeichen im bewaffneten Konflikt erworben. Das passt wunderbar. Denn als Kulturgüterschutzoffizier, wie man kurz zum Verbindungsoffizier für militärischen Kulturgüterschutz sagen, bist du ständig im Krieg mit dem taktischen Personal. Denn die wollen immer überall Krieg führen und wenn es geht, ist egal, was dort steht. Weil es schränkt ja den Einsatz ein. Das müssen wir auch verstehen von der Warte. Und du stehst als Kulturgüterschützer dann dort und sagst, sicher nicht. Dann sagt nämlich der taktische Kommandant, ja, ja, ist ja egal, ich muss. Dann sagst du als Kulturgüterschutzoffizier, du musst nicht. Denn es gibt einen General, der hat 14 Jahre gekriegt dafür. Und das hilft dann. Insofern haben wir in Österreich Fachpersonal. Ich bin der einzig Hauptamtliche, habe auch meinen hoffentlichen Nachfolger gleich mitgebracht, werde den Damen dann vorstellen, immer wichtig zu wissen, wer dort tätig ist, und haben insofern in jedem Militärkommando als regionalverantwortlichem Kommando unser Fachpersonal sitzen. Und ich fürchte, dass kaum jemand hier im Saal den jeweiligen militärischen Ansprechpartner kennt. Ich fürchte. Tatsache ist, dass der Personenkreis im Militärkommando natürlich bekannt ist. Es sind alles Milizoffiziere in den Militärkommanden, aber es gibt in jedem Militärkommando einen Ansprechpartner. Also wenn man sich dort einmal zusammenspricht, Kontakt herstellt, vernetzen ist alles, dann kann man manche brauchbare Impressionen, manchen guten Hinweis erhalten, welche Art ich mir da vorstelle, auf das wir noch näher eingehen. Im österreichischen Bundesheer haben wir 4 Anlassfälle für Einsätze des Bundesheeres. Das ist der Paragraph 2 des Wehrgesetzes, Absatz 1, Litere Anton, für die Juristen unter uns. Ich habe es abgekürzt, Militär kürzt immer ab, militärische Landesverteidigung. Da ist einmal alles klar soweit. Litere Berta ist auch noch weitgehend bekannt. Das Bundesheer hat, und das trennt uns von vielen anderen Armeen, auch die Einsatzvariante sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz. Und das ist das, was man 17 Jahre an der Grenze zu Ungarn und der Tschechoslowakei, später dann Tschechien und der Slowakei gemacht haben. Das ist das, was an der Grenze jetzt zu Slowenien gemacht wird, an der Grenze zu Südtirol, Schrägstrich Italien. Immer dann, wenn man im Auftrag des Innenministeriums eine Assistenzleistung für die Sicherheitskräfte erbringt, nennt man das eben den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz. Der größte dieser Einsätze war eben, das weiß kaum jemand, ein halbes Jahr lang der Einsatz von 3 Bataillonen an der Grenze zu Südtirol und Italien aufgrund der 60er Jahre Bombenanschläge, aufgrund der sogenannten Bombenjahre in Südtirol. Da rede ich auch nicht weiter, das ist mein spezielles Forschungsgebiet. Da könnte ich jetzt auch viele Stunden reden, das tun wir auch nicht. Für uns spannend ist der Litere Cäsar, die Katastrophenhilfe. Lang heißt natürlich besonderen Ausmaß, also wenn besonders notwendige Hilfeleistungen zu erfolgen haben, dann ruft man jetzt Bundesheer.
Prinz Sergejn hat sich schon eindeutig in diese Richtung ausgedrückt. Wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, hat Prinz Sergejn einmal gesagt, dann rufen wir uns, also das Militär. Wenn das Wasser wieder weiter unten ist, brauchen wir uns nicht mehr. Wir merken es an den Finanzen. Und der Litre Dora ist in den 70er Jahren dazugekommen, der Auslandseinsatz. Sehr relevant jetzt, international sehr relevant. Österreich, wissen wir ja, ist eine absolute Vorreiternation. Wir sind seit 1960 in internationalen Konflikten dabei, beginnen mit dem Kongo. Wir hatten Gott sei Dank nur unter Anführungszeichen, um die 50 Opfer bei diesen Einsätzen zu beklagen, Luftangriffe und alles Mögliche. Letzte auf den Golanhöhen, 3 Opfer einer Bombardierung, darunter ein österreichischer Major. Für uns relevant ist die dritte Situation, die Katastrophenhilfe. Denn das ist das, was Museen, Archive, alle Kultureinrichtungen treffen kann und wo es zum Einsatz militärischer Kräfte kommen kann. Das ist bei mir zu Hause, Emmersdorf an der Donau. Das Gemeindearchiv bewegt sich auf dieser Höhe da unten. Auch mein Bruder wohnt auf der Höhe. Ich wohne auf der Höhe, wo sich das Foto machen lässt, und also in der Nähe. Und das ist ein gewisser Vorteil, weil wenn man das Wasser alle paar Jahre, herstellt, alle 100 Jahre. Wir wissen ja, die großen Hochwasser kommen alle 100 Jahre. Lange Zeit sind es bei uns regelmäßig die 100-jährigen Hochwasser alle 7 Jahre gekommen. Dass wir ungefähr jetzt eine Größe zum Rechnen haben. Litre Cäsar ist interessant. Welche Einsatzgrundlage haben wir in Österreich, wenn Militär, aber auch Feuerwehr und so weiter, mit Kulturgut im weiteren Sinn zu tun hätte? Kann es die Haager Konvention sein? Blaues Schild? Nein. Das ist ja kein bewaffneter Konflikt. Was gilt im Fall eines Katastropheneinsatz? Natürlich auch ein Bundesgesetzblatt. Es gilt das Denkmalschutzgesetz von 1999, das neue Denkmalschutzgesetz. Das gilt auch fürs Militär. Unter uns gesagt, das wissen nicht alle militärischen Kommandanten immer, aber die Feuerwehrkommandanten wissen es meistens auch nicht so genau. Weil, das hat einen anderen Grund, wenn wir im Einsatz sind, dann glauben wir mitunter, die rechtlichen Bestimmungen seien nur sehr, sehr gering ausgeprägt. Dass das nicht ganz so ist, wissen Sie alle ganz genau. Im Denkmalschutzgesetz ist in § 12 auch der Kulturgüterschutz geregelt. Was macht man jetzt beim Militär in der Sache? Wer gedient hat, wer ein bisschen höhere Ränge erreicht hat, weiß, wir planen alles. Das nennt man bei uns, und das ist ein sehr kluger Vorgang, das taktische Führungsverhalten. Beim taktischen Führungsverhalten planen wir aufgrund eines gewissen Schemas, eines Punkteschemas, unsere allfälligen Aktivitäten durch. Die beiden Herren auf dem Foto tun das gerade im Fall Wiener Neustadt, denn da haben wir ein Planspiel, ein internationales, sehr aufsehenerregendes, wo wir wirklich den Einsatz zum Schutz von Kulturgut bei einem sich entwickelnden internationalen Konflikt planen. Und da sind wir in Österreich weit, weit voraus. Wir sind sogar so weit voraus, dass zu mir an die Landesverteidigungsakademie jährlich Offiziere, Soldaten anderer Armeen kommen, um sich im militärischen Kulturgüterschutz ausbilden zu lassen. Wir hatten insofern holländische Offiziere bei uns, Offiziere der Deutschen Bundeswehr, amerikanische Offiziere, amerikanische Archäologen, denn der Kulturgüterschutz, die Ausbildung zum Kulturgüterschutz liegt beim Army-Archäologenkorps. Das sind um die 300 Personen der ganzen amerikanischen Streitkräfte. Bei uns waren weiters die britische Armee und, besondere Ehre, heuer hatte ich 2 Carabinieri als Gäste. Einer davon als Gastlehrer. Denn, wissen glaube ich nicht alle, die Carabinieri haben die absolut weltstärkste Spezialeinheit für Kulturgüterschutz. Kommando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, das heißt auf Deutsch Kulturgüterschutz. Die sind über 300 Mann in ganz Italien, sind verteilt auf 16 Dislokationen, Venedig, Turin und so weiter und so fort. Sitzt natürlich Kommando in Rom in einem Schloss, wie es gehört, in einem Palazzo, wie es für Kulturgüterschützer gehört. Und die sind effektiv die effizientesten. Aber der Hauptaufgabenbereich der Carabinieri, die ja Militär sind, mit Polizeiaufgaben, ist der illegale Kunstraub. Und da sind sie weltweit, die Insider wissen es,
absolut führend. Das taktische Führungsverfahren, vereinfacht nennt man es die Beurteilung der Lage. Das ist etwas, was wir wirklich auch zivilen Einsatzkräften voraus haben. Und diese Beurteilung der Lage kann ich jedem Archivleiter, jeder Archivperson nur wärmstens ans Herz legen. Was heißt Beurteilung der Lage? Ist ganz einfach. Wir beurteilen zuerst das Gelände. Auf unseren Karten zeichnen wir das Grün ein, ganz wichtig. Du siehst mit einem Auge, alles klar, Gelände. Grün ist gleich Gelände. Rot, Feindlage, oder in Österreich nehmen wir es jetzt etwas weniger martialisch, aber sinnvoller, Konfliktparteien. Denn inzwischen wissen wir nicht mehr genau, bei den jetzigen Konflikten, Feind, ja, nein. Welche Art von Feind? Reguläre, irreguläre Kräfte. Der Begriff Konfliktparteien, Konfliktpartys, ist recht gescheit, finde ich. Und drittens, genauso wichtig, die eigene Lage. Wie schaut es bei uns aus? Wie ist unsere Stärke? Haben wir nur Fahrzeuge? Haben wir nie im österreichischen Bundesheer. So, und jetzt machen wir einen Schritt weiter. Wir haben diesen Schritt schon mehrmals, vor allem mit der Donau-Universität Krems, im dortigen Lehrgang für Kulturgüterschutz gemacht. Wir haben es im internationalen Umfeld gemacht, bei Symposien mit der UNESCO und so weiter und haben damit wirklich großes Aufsehen erregt. Da war jetzt die Sache so logisch und so eindeutig und eigentlich unbedingt notwendig. Brechen wir jetzt unsere Lagebeurteilung in den zivilen Rahmen. Naja, also im Gelände wird im Fall vom Bregenzer Wald, vom Wälderarchiv, naja, das Haus, das Gebäude. Wie ist die Lage des Gebäudes? Wie ist die bauliche Situation? Aus der Feindlage wird Konfliktszenario. Welche Konfliktszenarien drohen mir in meinem Objekt? Was kann passieren? Bei uns in der Donau ist es ziemlich einfach. Beispiel Emmersdorf, Gemeindearchiv, Hochwasser. Feuer. Was auch immer an Konfliktszenarien drohen. Und drittens, naja, wie schaut es bei uns selber aus? Habe ich Fachpersonal? Habe ich das Personal, das ein bisschen Ahnung hat? Habe ich genug Feuerlöscher? Oder was auch immer? Und ich schaue in so manches Gesicht und erkenne, ich weiß genau gesagt, dass so manches Archiv nicht sehr weit gegangen ist bisher in der Beurteilung der Lage. Und somit sei mir erlaubt, eine Spezialeinrichtung, Sie kennen es natürlich alle, meine, wie schon erwähnt, dienstliche Hauptaufgabeninstitution, das Österreichische Staatsarchiv. Ich arbeite dort vor allem im Archiv der Republik, Akten der 60er Jahre, Südtirol, wie gesagt, ein bisschen zu durchleuchten. Eben einen großen Vorteil, einer der Staatsarchivare im Öster ist einer meiner Kulturgüterschutzoffiziere. Ich habe versucht, aus möglichst vielen Bereichen, museale Bereiche, Archivbereiche, Nationalbibliothek beispielsweise, überall meine Leute sitzen zu haben. Also wir unterwandern die Gesellschaft. Aber in diesem Falle sind wir keine Freimaurer, sondern hoffentlich im Sinn der Sache. Wie schaut es im österreichischen Staatsarchiv auf? Mein Kulturgüterschutzoffizier da selbst, damals Leiter der Stabsstelle, ideale Funktion, der auch für die Sicherheitssituation im Haus verantwortlich war, jetzt ist er im Kriegsarchiv, hat die Aufgabe bekommen, sich mit der Situation im Staatsarchiv auseinanderzusetzen. Das Ergebnis ist erschreckend. Es erfolgte nicht einmal ansatzweise irgendeine Lagebeurteilung. Null. Das beginnt, ich habe aus Google dieses Objekt herausgenommen, beginnt damit, Beurteilung des Geländes, das Staatsarchiv dürfte nicht dort stehen, wo es steht. Nachdem das Staatsarchiv zum Bundeskanzleramt resortiert, seit Beginn, nicht zum Kulturunterricht oder was auch immer, welchem Ministerium, Bundeskanzleramt BK, trug sich zu, dass zufälligerweise zu einem Zeitpunkt, als das Bundeskanzleramt vielleicht etwas nähere Kontakte zur Wiener Stadtregierung hatte, da ein Baugrund gewählt wurde, der zwar für die Stadt Wien, man sagt, gewisse Vorteile mit sich brachte, für das Haus selber eine Horrorsituation ist. Ich glaube, jeder kennt also das Staatsarchiv. Die meisten werden auch in den Archivräumen gewesen sein, auch in denen die vier Stockwerke unter
den Wasserspiegel gehen. Denn, man sieht es ganz oben, der Donaukanal ist nicht weit. Wir befinden uns im Schotterschwemmland. Die kaum befahrene Tangente ist gleich daneben. Mit einem schönen Verkehrsknoten, wo es nie zu Unfällen kommt, mit Tankwagen und so weiter. Wir befinden uns in der Einflugschneise von Wien-Schwechat und so weiter und so fort. Der neueste Gag ist, ich habe das beobachten können, den Bau des Gebäudes über der U-Bahn-Station Erdberg, U3 Erdberg. Da hatte die Stadt Wien ein Riesengebäude errichtet. Wenn das durch einen Flieger, der zum Beispiel abstürzt in der Einflugschneise, zu einer Explosion führt, sind die Archivalien des Staatsarchivs, weil kein Überdruck besteht, auf lange Jahre schwer beeinträchtigt. Durch den Staub, allein durch den Staub. Manche werden das Riesengebäude erkennen, das dort entstanden ist. Die Sicherheitsleute des Staatsarchivs wurden in keinster Weise in irgendwelche Planungen eingebunden. Was hat man gemacht im Staatsarchiv? Man hat, den Vorgang wissen wir ziemlich genau, eine Firma beauftragt, die einen Alarmplan, einen Sicherheitsplan erstellt. Und diese Firma, ja, hat ganz einfach sie gedacht, augenscheinlich, na, wir sind ein Archiv da, also brauchen wir Brandmelder. Jetzt haben wir im Staatsarchiv 2600 Brandmelder. Auf der Skizze sehen wir aber, und ich habe schon erwähnt, Schotter, Schwemmland, gelegentlich ein Problem mit dem Wasser. Wenn ich jetzt frage, Sie werden es schon ahnen, wie viel Wassermelder gibt es? Keinen. Wir haben zwar eine doppelte Wanne im Staatsarchiv, den Gang dazwischen kann man begutachten, auch dort sind keinerlei Wassermeldeeinrichtungen. Auf gut Deutsch, was hat man dort gemacht? Genau das, was ich jetzt erwähnt habe, hat man nicht getan. Man hat keinerlei Beurteilung der Lage gemacht. Und das ist natürlich ein Manko, das unbeschreiblich ist. Mein Mann im Staatsarchiv hat natürlich die Lage beurteilt, hat sich nach dem Gelände, abscheuliche Situation, die Konfliktszenarien angeschaut, wo stellt sich heraus, was waren die letzten Problempunkte, die wusste er ja als Leiterstabstelle ganz genau, es war immer, in jedem Fall, Wasser. Die Firma hat sich nicht überlegt, was droht hier für eine Gefahr. Und es ist eigentlich, wenn man es jetzt sehr diplomatisch sagen, fahrlässig. Man könnte es ein bisschen schlimmer auch betiteln. Man hatte einmal einen Brand bei der Weihnachtsfeier, ist auf der Toilette jemand, wird ein bisschen ein Gläschen mehr getrunken haben, eingeschlafen mit der Zigarette. Damit der Zigarettenrauch nicht stört, haben wir die Alarmanlage ausgeschalten und so weiter und so fort. Es passierte, wie es passieren muss. Ich bin auch beim Bundesheer gelernter Brandschutzbeauftragter. Also Sie sehen, ich bin da ein bisschen vorbelastet. Und ich fuhr einmal von einem Dienst in Bregenz zurück, als Garnisonsoffizier vom Tag, in meine Dienststelle in die Walga-Kaserne in Bludesch und hörte damals, das war so Mitte der 90er Jahre, dass im neuen Landhaus in St. Pölten bereits ein Brand war, bevor es besiedelt war. Und da trug sich zu, wie man es erwartet. Der Brand hat sich rasant ausgebreitet. Warum? Die Brandabschnittstüren waren alle verkeilt. Wie auch immer. Ich kann nur predigen, Beurteilung der Lage. Wenn man sich wirklich überlegt, wie ist unsere Situation, wie schaut es aus, dann wäre allen geholfen und vor allem unserem Archivgut. Und ich als Zeithistoriker, der vor allem mit Archivgut arbeitet, bin mit der Problematik sehr, sehr vertraut. Und ich kann nur wärmstens ans Herz legen, diese Lagebeitrung durchzugehen. Nachdem ich jetzt, gerade Sie, ich darf nur 3 Minuten reden. Ich habe geschaut, ob es sich ausgeht, hätte ich noch ein paar Impulsideen. Nämlich das von mir, jetzt muss ich die Brille aufsetzen. So bezeichnete, wenn ich es finde, Säulenmodell. Säulenmodell. So. Jetzt müssen wir da. Blöderweise, warte, ich stecke geschwind aus. Haben wir gleich. Ich habe nicht als dummerweise die englische Version.
meines Säulenmodells, auf das ich ziemlich stolz bin. Na ja, schon, aber die Begriffe sind besser auf Deutsch, wirklich. Ich verwende sogar umgekehrt, allerdings auch im Deutschen, englische Begriffe, weil es manches besser ausdrücken. Das Säulenmodell. Ich habe mir mal auseinandersetzen müssen, wer hat überhaupt mit Kultur im strengen Sinn zu tun? Was eignet sich besser als ein Tempel, als Säulenmodell? Und wir reden jetzt einmal grundsätzlich von Kulturgut, Archivalien, museales Gut und so weiter und so fort. Die können sogar so weit hinuntergehen, dass ich sage, auf Englisch Cultural Heritage, was ich viel mehr meine als Kulturgut, Cultural Property, nämlich ein wesentlich weiterer Begriff von Kulturgut im Gesamtgeschehen. Man könnte sogar am Schluss hinschreiben, Menschheit. Weil was macht unsere Menschheit aus? Es ist die Kultur. So, wer hat damit zu tun? Auf Englisch, who is dealing with cultural property? Das mit dealen darf man jetzt nicht im wörtlichen Sinn sehen natürlich. Dann haben wir die Carabinieri am Knack, das wissen wir schon. Wer hat damit zu tun? Na ja, ganz klar, zuallererst, wir wissen es, die UNESCO. Ich belästige Sie nicht damit, was der österreichische Verantwortliche für die UNESCO als Übersetzung mir gesagt hat. Oder soll ich es doch? Man wird es verzeihen, United Nations Eating, Sleeping and Cocktail Organization. Ein Ministerialrat, das jetzt gehören Sie zum Bundeskanzleramt. Wer hat damit weiters zu tun? GOs, Governmental Organizations, wie man international sagt, offizielle Regierungseinrichtungen. Bei uns? Bundesdenkmalamt beispielsweise, Landeskulturreferate, was auch immer. Ein weiterer Punkt, wer sehr stark sich mit Kulturgut befasst, im weiteren Sinn, sind die berühmten, schon erwähnten NGOs in Österreich. Blue Shield Österreich, UNESCO-Kommission Österreich ist halb offiziell, halb privat. Das ist ein bisschen eine eigene Geschichte, mit der arbeite ich nicht stark zusammen. Und die Österreichische Gesellschaft für Kulturgüterschutz. Inzwischen gibt es auch Cultural Heritage Without Borders, alles Mögliche. Die Farbe wechselt aber rein zufällig. Der nächste Personenkreis, der sich mit Kulturgut befasst, ich habe hier auch den englischen Ausdruck, weil er beim Militär so verstanden wird, genau verstanden wird, LEGADs, Legal Advisors. Das sind die militärischen Rechtsberater, deren Funktion manchmal ein bisschen anders als der von zivilen Juristen ist. Warum? Wenn unser Rechtsberater den militärischen Kommandanten nicht im Sinn des Auftrags berät, sondern nur Bedenken trägt und weiß, wie es nicht geht, dann sitzt er, wenn er in Bosnien seinen Einsatzraum hat, sehr rasch im nächsten Flieger. Da sind militärische Kommandanten eher strikter in der Vorgangsweise. Wir wissen es, unsere Verwaltungsjuristen wissen sehr oft sehr genau, wie es nicht geht. Und manchmal überhaupt nicht genau, wie etwas gehen könnte. Das ist ein Problem, das wissen wir alle in der öffentlichen Verwaltung. Darum habe ich getrennt zwischen Rechtsberater, militärisch und Juristen. Der Personenkreis natürlich sieht mir immer etwas negativ nach, es sei mir vielleicht verziehen. Die Farbe wechselt wieder, aber eher zufällig. Militär, Polizei, ich habe erwähnt, Carabinieri, 300 Personen in Italien, mehr als 300, die sich zu 80% mit dem kulturellen Raub, aber auch mit Katastropheneinsätzen und so weiter befassen und auch mit Auslandseinsätzen. Bei uns eine Person, die Magister Anita Gach im Bundeskriminalamt hat mit dem illegalen Kunstraub zu tun. Eine Person. Und drittens, nicht vergessen, Einsatzkräfte aller Art. Bei uns vor allem, und das ist ihre Sache in Gemeinde, im Regionalarchiv, mit der Feuerwehr. So, und jetzt wird's wichtig. Und das bitte liegt mir drum am Herzen zu verstehen, denn es ist ein wesentlicher Zugang zur Problematik. Wie ist der Zugang? Der ist völlig unterschiedlich. Sie als Archivare haben im Hauptaugenmerk ihrer Tätigkeit ihre Archivalien. Der Museumsleiter seine musealen Güter. Der Kustos seiner Kirche hat seine Kirche im Auge. In der Moschee der Imam wird es ähnlich sein. Kurzum, der ersten Personengruppe, UNESCO, Bundesdenkmalamt, NGOs, aber jedem einzelnen Betreuer einer Kultureinrichtung, geht es um sein Objekt. Ist klar. Das ist auch ihr Hauptaufgabenbereich. Dem zweiten Personenbereich geht es allerdings kaum ums Objekt.
sondern um das internationale oder nationale Recht. Und es ist gelegentlich ein etwas anderer Zugang. Und den dritten geht es um den Auftrag. Der Feuerwehr hat einen klaren Auftrag. Löschen, schützen, bergen. Ne? Wie heißt es nochmal? Das mit Löschen sehen sie manchmal ein wenig anders, aber das ist eine andere Geschichte. Kulturgut und Feuerwehr ist in Österreich kaum kompatibel. Das interessiert sie nicht. Sagt es an Feuerwehrkommandanten, das ist ein Denkmal. Er wird die Achsel schultern. Das wird sein. Sie interessieren sich dafür nicht. Sie haben auch keinerlei Ausbildung im Kulturrecht. Ich sehe das als Manko, aber es war eine harte Aufgabe und kann nicht meine sein, die Feuerwehr dazu zu bringen. Die schönste Möglichkeit wäre, gemeinsam zu üben. Wenn man das einmal macht, dann schaut es anders aus. Der Auftrag. Es ist ein Auftrag, der erfüllt werden muss. Und der militärische Kommandant in Bosnien, egal wo, geht es nicht um die Kirchen, um die Moschee oder was auch immer, um das Archiv, um das Museum. Dem geht es um die Erfüllung seines Auftrags. Dafür ist er da. Und wenn er es nicht tut, hat er ein anderes Problem. Wo ist der große Unterschied? Diese Leute, die auftragsbezogen agieren, die werden agieren. Vielleicht falsch, vielleicht zu früh, vielleicht zu spät. Aber sie werden agieren. Es lässt sich nicht vermeiden. Die zweite Personengruppe, diese rechtliche Personengruppe, kann nur reagieren. Natürlich, Gesetze wirken präventiv oder sollten präventiv wirken. Aber im Wesentlichen, siehe der serbische General Carlo Del Ponte, Den Haag, 14 Jahre. Reagieren. Ja, und im wirklichen Konfliktszenario, wenn es Hochwasser jetzt schon an der Schwelle schwappert, wenn die Flugzeuge bereits fliegen mit schweren Bombenlasten, was kann dann die erste Gruppe zuschauen? Es ist hart, aber es ist so. Wenn das Szenario vorbei ist, beziehungsweise davor, es ist genau umgekehrt, dann schauen wir zu. Dann können wir nur zuschauen, wir können nur Kontakt pflegen zu den Kultureinrichtungen, wir können nur versuchen, vielleicht auch gemeinsam unterstützend eine Lagebeurteilung zu schaffen, um sich anzuschauen, was kann es geben im Konfliktfall. Und jetzt frage ich Sie so, rhetorisch, eines der ersten Begriffe, was ich in meiner Tätigkeit geprägt habe, war die Triage. Sie wissen, die Triage ist etwas ganz was Schlimmes im militärmedizinischen Bereich. Ein Mediziner, höchst gehasster Job, entscheidet, tun wir noch was, tun wir nichts mehr. Auch die Feuerwehr macht es. Die Rettung macht es. Hat es einen Sinn, hat es keinen Sinn. Es ist beinhart, aber es ist so. Wir haben bereits auf der Schallerburg in solchen Kulturinrichtern eine Kulturgütertriage gemacht, schulmäßig. Ich muss in einem wirklichen Anlassfall wissen, was ist mein wichtigstes Objekt, was sind meine wertvollsten und wichtigsten Objekte. Und die sollten jedem Archivangestellten bekannt sein und auch der örtlichen Feuerwehr. Und man sollte genau wissen, wie geht man mit diesen Objekten im echten Anlassfall um. Und was für Anlassfälle in meinem Objekt möglich sind, ja, das würde natürlich die Sache wesentlich erleichtern. Und nur dann, wenn alle diese verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten, und das kann ich nur wärmstens ans Herz legen, nur dann kommen wir dorthin, wo wir hin sollen, nämlich wirklich zum angewandten Kulturgüterschutz, Denkmalschutz, Weltkulturerbeschutz, kurzum zum Schutz unseres Kulturgutes. Danke.